Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zurück, ne, bei mir, dem Shining, zu Monster Sanctuary. Ich habe ja gesagt, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Letztes Mal hatten wir zwei Champions besiegt. Also in den letzten zwei Folgen. Haben dadurch jetzt einen Rang-Up bekommen. Wir haben jetzt einen Doppelsprung. Kann ich irgendwas verbessern, wenn ich schon hier bin? Nope. Es hieß, der Shop hätte neue Sachen. Würde ich gerne einmal gucken. Okay, hier ist jetzt nicht bedingt was Neues. Hier sehe ich auch nichts Neues. Ja, hier sehe ich, die Dinger sind neu. Aber die sind jetzt auch nicht so unbedingt eine große Verbesserung. Die plus zwei Dinger, die kann ich mir auch selbst machen. Und ich habe mir diese Arena da oben freigeschaltet. Da kann ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Versus-Kämpfe machen. Gut gemacht, du hast genug Champion-Monster besiegt, um dich für das Hüter-Training zu qualifizieren. Dieses Training schließt deine Aufnahme als Hüter-Noviz ab. Das ist ein Schritt, den jeder frisch gebackene Monsterhüter irgendwann macht. Für dieses Training brauchen wir jedoch mindestens zwei aufstrebende Hüter. Ich hatte vor, dich zusammen mit Will zu trainieren. Du solltest ihn schon kennengelernt haben. Er ist der Erbe der Spektralfrosch-Blutlinie. Ich glaube, er ist in der Bibliothek, direkt Teleportationsstein der Festung. Geh und hol ihn, wenn du an meinem Training teilnehmen möchtest. Okay, dann holen wir mal eben kurz Will. Oh, hey, Shining, du kommst genau im richtigen Moment. Ich glaube, ich habe einen Hinweis auf den maskierten Fremden in den blauen Höhlen gefunden. Mein Begleiter hat vage Erinnerungen an seine Maske, genau wie deiner, nehme ich an. Also hat es nicht allzu lange gedauert, bis ich in den Archiven etwas gefunden hatte. Aber zuerst, du weißt Bescheid über die alte Welt, richtig? Nein. Die alte Welt ist das, was sich außerhalb der Monsterzuflucht befindet. Unsere Zeitrechnung beginnt vor 490 Jahren. Damit gab es einen Krieg zwischen... Langweilig. Das müssen wir jetzt nicht hören. Sorry, aber ich war hier gerade gegen Geschichte. Ihr wollt mich nicht während der Aufnahme schlafen hören. Gut gemacht. Ja, das kennen wir schon. Genau genommen hat Will noch nicht genug Champion-Monster für dieses Training besiegt. Allerdings haben wir aus zwei Gründen entschieden, in diesem Fall eine Ausnahme zu machen. Zum einen brauchen wir mindestens zwei aufstrebende Hüter für dieses Training. Also müsstest du auf Will warten oder darauf, dass ein anderer neuer Hüter genug Champion-Monster besiegt. Aber noch ausgabschlägender war unsere Besorgnis, dass es lange dauern könnte, bis Will das schaffen würde. Seine Eltern sagen, er sei mit seinen Gedanken immer woanders und einfach nicht der Typ, der zu Abenteuern, Aufbrüche und Monster bekämpft. Trotzdem ist er ein sehr cleverer und talentierter junger Mann. Ich hoffe, dass dieses Training sein Selbstbewusstsein stärkt, indem es ihm zeigt, wozu seine Monster in der Lage sind. Und damit will ich nicht sagen, dass du dich ihm gegenüber zurückhalten sollst. Nutze diese Gelegenheit ruhig, um deine eigenen Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. In Ordnung, Will, komm hier rüber. Ich erkläre euch beiden jetzt die Regeln für das Hüterduell. Ich bin Gottheim, der Trainer des Hüterduells. Und es ist meine Aufgabe, jungen Hütern die Regeln für das Hüterduell beizubringen. Seit tausenden Jahren oder noch länger legen Menschen ihre Streitigkeiten bei, indem sie ihre Monster gegeneinander antreten lassen. Die ersten Monsterhüter legten feste Regeln für diese Art von Duell fest, als die Monsterzuflucht geschaffen wurde. Zunächst sollten weder die Hüter noch die Monster während eines Hüterduells ernsthaft verletzt werden. Das sollte euch beiden sowieso klar sein, aber der Brauch verlangt, dass ich diese Regel wiederhole. In einem Hüterduell setzen beide Hüter ihr vollständiges Team aus sechs Monstern ein, aber wie immer darf ein Hüter nicht mehr als drei Monster auf einmal einsetzen. Wenn ein Monster zu Boden geht, kann sein Hüter dafür ein anderes Monster aus seinem Team einwechseln. Die Reihenfolge der Züge in einem Hüterduell wird zufällig bestimmt. Der Hüter, der beginnt, darf als Ausgleich nur zwei seiner drei Monster während seines ersten Zuges einsetzen. Der Hüter, der den zweiten Zug macht, darf alle drei aktiven Monster einsetzen. Von diesem Punkt an geht der Kampf wie gewohnt weiter. Sobald es einem Hüter gelingt, das gegnerische Team aus sechs... Ja, hat er gewonnen. Das war der theoretische Teil. Jetzt werden wir gegeneinander antreten und das war's auch. Ja, ich bin bereit.
Ja, Will ist auch bereit. Genau, Sunny, wir zeigen Ihnen jetzt, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Okay, wir wissen nicht, mit welchen er zuerst antritt. Aber die meisten seiner Leute haben eine Feuerschwäche. Deswegen würde ich Cypher in die erste Runde mit reinbringen. Erstmal Kraft, damit alle einen Boost haben. Den Spektralfrosch würde ich am liebsten sofort loswerden. Er scheint nicht so stark zu sein. Oh, die Giftwolke ist aber gut. Der Flammenschlag, der trifft alle. Federsturm, ich will diesen Frosch loswerden. Der muss sterben. Aber ich muss Sunny erstmal auswechseln. Der darf nicht sterben. Flammenschlag. Ach, die Giftwolke. Die ist fies. Federsturm mal wieder auf den. Der Frosch, der muss sterben. Dann die Feuerclown. Und hoffen, dass ich ihn umbringen kann. Nein, kann ich nicht. Sicherheit. Wenigstens macht er nicht diese Wolke. Ich will nicht sterben. Ja, es sind zwei gestorben. Gegenstände. Erstmal heilen. Nochmal wieder herstellen. Und mit einem Feuerball den Spektralfrosch endlich ausschalten. Der musste unbedingt weg. Weil der war extrem stark. Tausendmal Gift kassiert gerade. Einmal wieder herstellen. Gegenstände gegen Gift, weil dieses Gift muss unbedingt weg. Ich hätte gerne, dass die Magma-Raupe vergiftet ist. Irgendwie müssen wir den Schild nämlich wegkriegen. Aua. Dave verreckt hier gerade. Nee, da muss der richtig gute Trank her. Will dem Fungi eigentlich loswerden. Weil der Fungi hat hier den Schwächeeffekt. Der Feuerball ist stärker als die Explosion. Aua. Thank you.
Und wieder heilen. Kann ich eigentlich auch die auf der Reserve? Nee. Nein, wir haben Sunny verloren. Damit ist der Kampf eigentlich schon entschieden. Ohne Sunny können wir nicht gewinnen. Ich kann den Flammenschlag nicht machen. Explosion und den Fungi ausschalten. Also ich bin für den Kampf überhaupt nicht gewappnet. Schleimschuss. Also wir müssen unsere Monster auf jeden Fall noch mal trainieren. Vor allem, ich kann nicht die ganze Zeit nur die Tränke raushauen. Damit warte ich noch. Giftbombe. So, Spore. Ich kriege ihn aber auch langsam dazu, zu seinen letzten Monstern zu kommen. Der Vogel müsste eigentlich am Gift sterben. Die Raupe muss ich echt als letztes versuchen zu vernichten. Was ist das denn für ein Buff? Ich habe jetzt erhöhten Schaden. Also den, den ich austeile. Auf jeden Fall erstmal wieder heilen. Ja, der Vogel, der stirbt eh. Also mache ich einmal Spore auf ihn hier. Feuerball! Wahrscheinlich, je länger ein Kampf geht, desto eher geht ihr Angriff hoch, einfach um den Kampf schneller zu beenden. Der ist so knapp vom Sterben. Ich muss unbedingt auf den Frosttypen gehen. Mit einer Giftbombe kann ich den ausschalten. Benutze ich den Tango jetzt nochmal zum Wiederbeleben. Ich habe noch 15 Tränen. Als ob ich jetzt zu wenig Schaden mache. Wollte schon sagen, Giftbombe. Bin ich wenigstens einen von denen los. Nein, du stirbst. Jetzt. Ich muss meinen Pflanzenvieh wiederbeleben. Phönixträne. Das ist der längste Kampf, den ich bisher hatte. So, und den Tengu mal heilen. Ich muss erst den Heiler töten. Warte mal, ich mache jetzt extra einen Schild. So, Flammenschlag. Jetzt ist nur noch einer da. Ey, der stirbt halt jede Runde, ne? Der ist halt wirklich ungeeignet, aber ich brauche den. Das ist der einzige Heiler, den ich habe. Ich gebe den jetzt auch diesen Rüstungsbruch.
Der braucht Debuffs. Ich benutze jetzt den Tango zum Wiederbeleben. Ihn zu heilen rettet ihn nicht. Na komm. Versuchen kann ich es ja mal. So, der braucht noch Schwäche obendrauf. Einmal noch, dann ist er tot. Ich gewinne diesen Kampf gerade so, ne? Hüter will hat keine Monster mehr in seinem Team, um weiterzukämpfen. Hüter Shining hat gewonnen. Du hast ja deine Belohnung verdient. Eine Beutekiste. Der Verbrauch gewährt einen zufälligen Gegenstand. Nicht schlecht, Jungspund. Ich wusste, zusammen können wir sie besiegen, aber du hast auch gute Arbeit geleistet. Gut gemacht, mein Freund. Du hast wirklich gute Arbeit bei der Aufzucht deiner Monster geleistet. Und deine Strategie war ebenfalls clever. Ich frage mich nur, was ich hätte anders machen können, um zu gewinnen. Jedenfalls werde ich versuchen, meine Monster zu trainieren und mir neue Strategien auszudenken. Nun gut, du hast das Hüter-Duell-Training abgeschlossen. Du kannst jetzt zu anderen Bereichen der Zuflucht aufbrechen und Monsterhüter herausfordern, auf die du triffst. Gegen andere Monsterhüter zu kämpfen hilft dir, Erfahrungspunkte zu sammeln. Außerdem hat jeder Hüter einen anderen Gegenstand als Belohnung für dich, falls du ihn besiegst. Ich werde mich jetzt zum Festungsdungeon begeben. Wir müssen diese Geschichtsbücher finden. Ich hoffe, ich sehe dich dann da, Shining. Ich hoffe, das hat ihm dabei geholfen, seinen Mut zu finden. Du solltest ihn auf jeden Fall im Auge behalten. In der Zuflucht gehen in letzter Zeit seltsame Dinge vor sich. Die Zahl der Champion-Monster ist total abnormal. Oh, übrigens, ich biete Hüter-Duell-Herausforderungen an, falls du deine Fähigkeiten gegen mich auf die Probe stellen möchtest. Bestimmt ist er mega stark, also sollte ich das erstmal lassen. Boah, ey, dieser Kampf, der hat 20 Minuten ungefähr gedauert. Ich habe höchstwahrscheinlich wieder mal 5 Minuten mindestens rausgeschnitten. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!